Eine Zahnärztin wie aus einem Märchen. Du bist super. Und beiß ruhig noch mal zu. Eine Zahnärztin, die von einer Karriere als Sängerin träumt. Auf dem Weg dorthin aber einen herben Schicksalsschlag einstecken muss. Man rechnet nicht mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, die binnen von Sekunden einfach dein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Herzlich willkommen in meiner Märchenpraxis. Dr. Anne Heinz ist Deutschlands bekannteste Kinderzahnärztin. 2021 ruft die heute 33-Jährige eine Märchenpraxis ins Leben, wie sie so in Deutschland einzigartig ist. Die Idee ist eigentlich entstanden, als ich in Disneyland war. Und dann habe ich mir überlegt, dass so ein Ambiente doch eigentlich auch total toll wäre für ein Krankenhaus und für kranke Kinder. Wenn dann das nicht eine kalte Krankenhausatmosphäre wäre, sondern ein märchenhaftes Ambiente. Und wenn der Arzt eine Mickey Maus wäre oder eine Fee und man bekommt keine Infusion, sondern Superheldensäfte. Und dann dachte ich mir pragmatisch, gut, du bist Kinderzahnärztin, dann fang doch mal an mit einer Kinderzahnarztpraxis. Mit Erfolg. Die heutige Praxis gleicht einer Märchenlandschaft, in der alle Mitarbeiter Kostüme aus Disney-Filmen tragen, um den kleinen Patienten so die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen. Schau mal. Ja, da kommen andere Zähne raus. Wahnsinn, du wirst erwachsen. Bist du schon verheiratet, Maxi? Nö. Wird Zeit. Doch der Weg bis zur Praxiseröffnung war nicht leicht. Okay. Ich wurde am Anfang mit meinem Vorhaben ganz schön belächelt, ob das von Kollegen war oder von Banken. Das war schon ein echt harter Kampf, sich da irgendwie durchzusetzen. Um es ihren Kritikern zu beweisen, arbeitet Anne extra hart, zum Teil bis zu 7 Tage die Woche. Sie hat kaum noch Freizeit, geschweige denn ein Privatleben, bis ein Schicksalsschlag alles verändert. Im März 2022 erkrankt ihr Mann Martin Wenzel so schwer an Krebs, dass die Ärzte dem Musiker nur noch 2 Wochen zum Leben geben. Doch wie durch ein Wunder schafft es der damals 29-Jährige, dem Krebs die Stirn zu bieten. Immer an seiner Seite seine Frau Anne. Durch die Krankheit meines Mannes ist mir, glaube ich, erst mal bewusst geworden, wie schnell das halt auch vorbei sein kann und wie wichtig es ist, deshalb die Zeit mit denen Momenten zu füllen, die einen glücklich machen. Und das ist bei Anne die Musik. Schon immer wollte die Zahnärztin eigentlich Musikerin werden. Sie hat neben ihrer medizinischen Karriere immer wieder eigene Songs produziert, aber nie ihren Fokus darauf gelegt. Sie weiß, wenn sie es als Musikerin schaffen will, dann jetzt. Trotz Botox und Hyaluron sieht man ja, dass ich nicht mehr 18 bin. Man hat aber lange Zeit in der Musikindustrie immer gesagt, dass es ein Verfallsdatum gibt, insbesondere für Frauen. Und große Plattenlabels haben sogar gesagt, über 25 werden keine Frauen mehr gesigned. Das will Anne so nicht stehen lassen. Deshalb setzt sie alles auf eine Karte. Sie arbeitet nur noch 2 Tage pro Woche in ihrer Praxis, um sich die restliche Zeit auf die Musik zu konzentrieren. Der Song, der ihr zum Durchbruch verhelfen soll, heißt ausgerechnet Barbie. Sie trifft sich heute mit Starproduzent Ingo Politz, der Künstler wie Silbermond und Udo Lindenberg mitproduziert hat. Ich finde es gut, wirklich. Ist toll gemacht, klingt super. Vielleicht ein paar Backing-Vocals noch verstärken. Ihre Single Barbie ist ein Lied mit Botschaft. Denn Anne will mit dem Klischee aufräumen, dass attraktive Frauen dumm sind. Oh, ich will, dass du weißt, ich bin nicht deine Barbie. Von der Kinderärztin zur Sängerin. Kann das klappen? Immerhin kommt sie ihrem Traum heute ein Stück näher. Denn Ehemann und Musiker Martin hat eine gute Nachricht. Ich war gerade bei der Probe für das Adetavir-Konzert jetzt. Da hatte ich ihm den Song gezeigt. Er fand es richtig geil und er hätte auch voll Bock, das irgendwie zu unterstützen. Und meinte, wenn du Lust hast, dann kannst du auch gerne demnächst bei ihm vor der Gruppe quasi machen. Mega. Das wäre ja mega gut. Cool. Adetavir, einer der bekanntesten deutschen Popmusiker. Ich sehe es als Riesenchance, dass ich bei Adetavir auftreten darf als Vorgruppe. Und für mich ist es auch eine Ehre, weil ich mit seiner Musik ja auch aufgewachsen bin. Besser hätte es für Anne so kurz vor der Veröffentlichung ihrer Single nicht laufen können. Und wer weiß, vielleicht schafft sie mit ihrem Lied Barbie tatsächlich den lang ersehnten Durchbruch als Musikerin. Auch wenn sie nicht mehr so häufig dann in ihrer Praxis ist, ihren Patienten will die Zahnärztin trotzdem treu bleiben. Sie brauchen zwar keine Barbie, aber einfach eine einfühlsame, gute Fee.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.